microphone that respects freedom. Our next speaker is Nicole. Unser nächster Vortragende ist Nicole. Sie ist momentan im Center der Reinheit. Sie möchte über Telefone sprechen, die dann tatsächlich die Freiheiten respektieren. Yes, hello. Thank you. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir haben eine Menge Sachen zu besprechen. Was ich erklären will, ist eine Geschichte, die verschiedene Facetten hat. Und es ging um das Ziel, ein Handy zu schaffen, das die Rechte der Benutzer, die Freiheiten respektiert und das Ganze dann halt auch den freien Softwareprinzipien folgt. Und das Projekt haben wir vor 2 Jahren gestartet und das Projekt läuft noch. Und Hardware ist halt schwierig, deswegen ist es halt auch Hardware genannt. Und wenn ich sage frei, dann meine ich jetzt nicht wie kostenlose Mate, sondern dann meine ich frei wie in Freiheit. Und für mich ist Freiheit, Freiheit soll eben ähnlich sein wie bei der Free Software Foundation, sodass man die Software oder Hardware für beliebige Zwecke nutzen kann und dass man auch das Recht hat, die Software und Hardware zu studieren, zu analysieren und zu verstehen und auch zu verändern. Und wir glauben daran, dass nur diese Garantien, dass wenn nur diese Garantien gegeben sind, dann dass ein System vertrauenswürdig ist und dass die Privatsphäre geschützt ist. Und um die Herausforderung zu verstehen, muss man den aktuellen Handymarkt verstehen. Also jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, es werden ungefähr 1,2 Milliarden neue Handys produziert. Und das bedeutet nahezu jeder könnte praktisch immer ein neues Handy haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Markt für Handys gigantisch ist. Etwa 30% dieser Smartphones und werden nur in einer einzigen Stadt hergestellt, nämlich Shenzhen in China. Und das größte Know-how, das größte Wissen, wie man solche Sachen zusammenbaut, ist eben an diesem einen Ort. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir dann diese Erfahrung selber gemacht haben, dass wir nach Shenzhen gefahren sind und haben uns dann halt auch einen Einblick bekommen und haben auch den Code bekommen, mit dem wir unser eigenes Projekt starten konnten, und die Ingenieure waren dann auch der Meinung, dass das irgendwie ziemlich verrückt war, was wir machen wollten. Und als wir den Markt angeschaut haben, haben wir gesehen, dass die meisten Handys momentan entweder Google mit Android am Laufen haben oder halt Apple mit dem iOS-Betriebssystem, which ist ungefähr 15%. Und der Rest der Systeme ist im Prinzip komplett irrelevant. Und nun, ja, früher hatten wir halt mehr Plattformen, aber jetzt haben wir nur noch diese beiden großen Plattformen. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf den Hardware-Markt. Und für diese Handys braucht man bestimmte Chips. Und diese Chips werden von bestimmten Firmen produziert. Und es gibt natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Firmen, die sowas produzieren. Und man sieht dann auch die Dominanz von bestimmten Firmen, die solche Sachen herstellen. Also man sieht hier, dass Qualcomm mit über 40% diesen Markt sehr stark dominiert. Danach kommen 20% Apple oder 15% mit MediaTek und dann kommen 10% Samsung und weniger als 15% andere. Es gibt also nur sehr wenige Firmen, die diese Lösung produzieren. Wenn man jetzt sich nur das Android-Ökosystem anschaut, welches etwas offen ist im Gegensatz zum iOS-System, und da sieht man, selbst trotz der Offenheit gibt es halt zwei wesentliche Firmen, die die meisten Hardware-Komponenten herstellen. Das bedeutet, dass 2/3 der globalen Smartphone-Versorgungskette für Hardware halt nur von diesen zwei
Unternehmen abgedeckt werden. Und es ist halt ein riesiger Markt, der dort bedient wird. Aber da ist natürlich nicht nur Hardware, sondern es gibt natürlich noch die wichtigsten Standards. Und wenn man dann halt diese Standards für das eigene Handy haben will, muss man auf das Third Generation Partnership Project zurückgreifen, welches die Spezifikation und Protokolle vorgibt, die dann implementiert werden müssen. Und aber das Problem ist halt, diese Standards sind halt nicht so einfach zu nutzen, also nicht einfach frei verfügbar. Und das Problem sind halt die Softwarepatente. Also 3GPP-Standards sind mit Tausenden von Patenten im Konflikt. Oder es, und mit jeder neuen Generation von 2G zu 3G zu 4G zu 5G erhöht sich die Anzahl der Patente, die mit diesem Standard verbunden sind, erhöht sich die, und das macht es halt schwierig, als unabhängige Institution selber das zu nutzen. Und etwa 2500 standardrelevante Patente werden bis zum Standard 4G angemeldet, und und man sieht dann natürlich, das sind echt eine Menge Patente, die da im Weg stehen, wenn man selber in den Markt also sich beteiligen will. Und die Firmen mit den meisten Patenten sind dann natürlich auch in der Reihenfolge Qualcomm und dann halt InterDigital und Ericsson und so weiter. Man sieht halt die Firmen, die halt auch in diesen Bereichen tätig sind. So this means, und das bedeutet, dass wir einen Markt haben, der dominiert und kontrolliert von einigen wenigen Firmen ist. Und warum ist das wichtig? Nun deswegen, weil das Smartphone überall verwendet wird von jedem. Es ist die dominierende Plattform auf dem gesamten Planeten. Und das Smartphone hat die Wichtigkeit der normalen Computer übertroffen, und ja, natürlich sind die anderen Sachen immer noch wichtig, aber die Smartphones sind halt überall, sie sind allgegenwärtig, und daher sind Handys oder Smartphones halt die Plattform, die das digitale Leben von jedermann abbilden, unsere Kommunikation, Texte, E-Mails, Sprachnachrichten, verschlüsselte Sachen, nicht verschlüsselte, aber auch Ortsinformationen, Bewegungsinformationen, Geheiminformationen wie Passwörter oder Bankkonten. Und das ist, warum es so wichtig ist, ein Handy zu haben, das wir wirklich besitzen, dass wir kontrollieren, wo wir die eigene Hoheit haben. Und es ist einfach zu zentral, weil wir halt unser digitales Leben an diese wenigen Firmen überlassen. Und wie kann man das ändern? Wie kann man ein Handy schaffen, das unsere Anforderungen erfüllt? Nun, man braucht eine CPU, man braucht auch wieder Arbeitsspeicher, einen Bildschirm und natürlich auch einige Peripherien, wie die Kamera, Sensoren. Und dann braucht man natürlich auch für WLAN oder für drahtlose Kommunikationsprotokolle die entsprechenden Komponenten. Und natürlich auch die normalen Telekommunikations-Telefon-Verbindungs. Es hört sich vielleicht einfach an, aber das ist es nicht. Und die Hauptherausforderung für ein Smartphone ist die Größe, weil Smartphones sehr klein sind und jeder heutzutage erwartet, dass diese Smartphones so klein sind. Und das Ding ist natürlich auch, Energieverbrauch ist ein wichtiges Merkmal. Also Energieverbrauch muss niedrig sein. Und
Und das ist auch eben der Grund, warum auch die ganzen Hersteller, die ganzen Firmen Lösungen dafür geschaffen haben, die die Größen- und Energiebedingungen halt gewährleisten. Und es ist ein riesiger Markt. Und diese Firmen haben all diese Hardware-Komponenten produziert und entwickelt. Und was es natürlich ganz nett klingt und auch ganz gut ist für, also weil es halt auch benötigt wird für die Smartphones von diesen Firmen, aber es gibt halt Probleme. Der Vorteil ist, dass das Modem für die Einwahl ins Telefonnetz sehr komplex geworden ist. Und man sieht halt auch, also zum einen wegen der ganzen Patente, aber auch die ganzen Firmwares und Protokolle, die eingehalten werden müssen, sind sehr komplex und braucht daher auch eine sehr komplexe Firmware. Und wenn man natürlich eine große Firma ist in dem Markt, dann hat man natürlich die Möglichkeit, viele Komponenten zu wiederzuverwenden und auch auszutauschen. Und das ist natürlich praktisch für die Firmen. Diesen 2500 standardrelevante Patente sind natürlich sind jetzt nicht völlig sinnlos, weil es ja so kompliziert ist, aber wenn man jetzt sich die binäre Firmware von einem Modem anschaut, dann sieht man, dass es ein wirklich verdammt großes Stück Software ist und das dann mit den gesamten Komponenten des Handys spricht und man kann schon da klar erkennen, dass man nicht wirklich die Kontrolle hat, weil so viel nicht klare Komponenten sind für den Nutzer. Und Fun Fact, viele von diesen Modems haben Linux drauf und dazu gab es auch vorher gab schon mal einen Vortrag, wo andere Leute das Linux dann auseinandergenommen haben. Und auch wenn man dann das alles selber auch nachbauen will, dann ist das wirklich schwer, weil man dann all die Patente beantragen muss und sie müssen lizenziert werden. Es gibt dann entsprechende Formulare, die man ausfüllen muss. Und das Ding ist, das Problem ist natürlich, dass die Firmen dann die Patente nutzen, um den Chipmarkt zu kontrollieren. Und als wir das dann halt selber versucht haben, haben wir halt gemerkt, dass es 2017 nur sehr wenig Modem-Modelle gab, die man kaufen konnte, mit denen man tatsächlich Sprachnachrichten erzeugen konnte. Und daher sah man halt, dass der Modemmarkt halt ziemlich stark beschränkt ist. Es war damals also richtig schwierig, so ein Modem zu bekommen. Um etwas auf seine Bedürfnisse angepasst zu bekommen, wir reden hier immerhin über 10.000 Geräte, die wir bauen wollen. Die Modemhersteller reden und verhandeln nicht mehr mit uns. Also integrierte Modems auf uns angepasst zu bekommen, selbst wenn man 10.000 kauft, ist keine Option. Hier sehen wir jetzt also, wie die Hersteller über Softwarepatente den Markt in der Hand behalten und kontrollieren. Was wir wollen, und jetzt kommen wir zur Realisierungsphase unseres Projekts, wollten ein Telefon herstellen, das eben ohne Binary Blobs auskommt während der Laufzeit. Also keinen mysteriösen Code, den man runterlädt. Wir wollten keine proprietären Treiber, keine Closed-Source-Treiber, keine Closed-Source-Firmware verwenden. Und wir wollten die ganzen Radios, also Mobilfunk, WLAN, Bluetooth, vom Hauptprozessor getrennt haben, sodass sie auf ihren eigenen Daten zurückgreifen können. Und es soll mit nur freier Software realisiert werden können.
Am Ende soll es natürlich auch ein offenes Design sein. Man soll es hacken können. Schaltpläne sollen ohne NDA, also ohne Geheimhaltungserklärung, verfügbar sein sollen, damit man alles selber machen kann. 2017 sind wir also mit der besten Lösung am Ende herausgekommen, mit der NXP1MX8M Quad, mit einer A53 Haupt-CPU, mit 1,5 GHz. Wir haben genug Peripherie für Bildschirme, Kamera und so weiter und Sensoren. Aber vor allem hat dieser Prozessor, war das der einzige, der freie Treiber für die Grafik, für die Grafik unterstützte und insofern für die Grafikbeschleunigung die beste Option war. Hier, das ist der G7000 Lite von Vivante. Einer der einzigen freien Treiber ist Aetnaviv. Und diese Treiber sind auch nach Mesa hochgepusht worden. Das ist ein ziemlich das funktioniert ziemlich gut. Ich meine, heute gibt es mehr Auswahl. Vor 2 Jahren gab es es leider noch nicht. Um fair zu sein, die Mali-Grafikkarte ist auch ziemlich gut. Und auch der FreeDreno-Treiber, der auf Adreno von Qualcomm portiert wurde, funktioniert ziemlich gut und ist jetzt auch immer mehr verfügbar. Ja, und was wir auch wollten, war eben das Radio raus aus dem Hauptprozessor zu haben, sodass sie da nicht mit reingreifen können. Und deswegen wollten wir das eben physikalisch trennen. Wir haben WLAN Bluetooth auf eine M2-Karte transportiert und so wird es auch auf dem finalen Telefon implementiert werden. M2 ist ein ziemlich bekannter Standard. Wir benutzen SDIO, die Firmware sitzt auf der Karte und die Haupt-CPU geht da nicht dran. Für die 4G-Karte haben wir 2 Möglichkeiten, auch auf einer M2-Karte Gemalto PLS-8, ist in Deutschland und USA hergestellt. Die Karte wird in den USA hergestellt und Broadmobi BM818 ist in China hergestellt. Die Karte ist überall in der Welt verfügbar. Und im Grunde kann man irgendeine der M2-Karte, die dasselbe Interface verwendet, im Nachhinein upgraden und ins Device reinstecken. Naja, und wenn man andere Karten nachrüsten möchte, dann geht es. Einfach einstecken. Also für diese Frequenzen, die Paul vorhin angesprochen hatte, da geht es auch. Was wir auch implementiert haben, sind Hardware-Kill-Schalter, also dass du physikalisch trennen kannst, zum Beispiel eben das Mobilfunknetz, WLAN, Bluetooth, Kamera, dass selbst wenn eine geschickte Malware auf deinem Handy drauf ist, kommt sie nicht auf deine Daten zugreifen, dadurch, dass du sie eben hardwaremäßig abschalten kannst. Und wir wollten einen Smart Card Reader, naja, zum Beispiel für eine OpenPGP-Karte, um die Secrets eben auf der Karte zu speichern, deine Verschlüsselungskeys oder so. Wir haben dafür ein getrenntes Projekt, mit dem wir einem anderen Forscher zusammenarbeiten. Und auch da arbeiten wir mit einer freien Firmware, die mit diesem Mikrocontroller arbeitet. Und das wird für alle verfügbar sein. Also als erstes haben wir unser Development Kit erstellt am Ende des letzten Jahres. Hier ist das PCP, die Hauptplatine. Wir haben also hier ein modulares System aufgebaut. Das macht die Hauptarbeit, was RAM und so Geschichten angeht. Ja, und wir wollten eben den Entwicklern Hardware zur Verfügung stellen, damit sie damit anfangen können zu arbeiten, bevor wir unser System zur Verfügung stellen. Und hier ist die echte Hardware. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht so super gut sehen, aber hier sind die getrennten Module, also für Modem und WLAN in der Mitte und den Bildschirm obendrauf.
funktioniert sehr, sehr schön. Die Software macht auch Fortschritte. Und als nächstes kann ich euch jetzt zeigen, das sind die ersten Boards, die wir gerade aus China bekommen haben. Zum ersten Mal zeigen wir das hier in der Öffentlichkeit für das endgültige Design, was in China entwickelt wird. Also da, wo die diese unglaubliche Erfahrung haben in der Herstellung von Platinen. Das hier ist die andere Seite, wo der Prozessor in der Mitte ist. Und ihr seht die zwei M2-Slots dort, das GNSS-Modul und den ganzen anderen Kram. Also wir kommen dahin, Hardware ist echt schwierig und das dauert und dauert. Wir geben euch jetzt nochmal eine kleine Vorstellung von der Komplexität des Boards. Wir haben hier drauf mehr als 160 verschiedene Komponenten und mehr als 1200 Platzierungen auf diesem Board. Also es ist wirklich ein sehr, sehr dicht gepacktes Board. Die Hauptplatine hat 10 Schichten, also auch 10 Routing-Schichten. Die kleinsten Teile sind 0201 für die Elektronik-Nerds, die hier da sind. Die kleinste Kugelgröße sind 0,4 mm, also das ist der Abstand zwischen zwei BGA-Teilen. Der kleinste Durchmesser von Teilen, von Löchern ist 0,254 mm, was unfassbar klein ist. Und alles das ist auf die Größe von zwei Kreditkarten komprimiert. Das können echt nicht viele Hersteller machen. Naja, und so soll es am Ende aussehen. Nagelt mich hier auf diese Größen nicht fest. Aber so soll das am Ende aussehen ungefähr. Also, wir sind auf einem guten Weg. Das war der Hardware-Teil. Und jetzt kommen wir auf die Software-Seite. Wir wollen natürlich alles Open Source haben. Alles, was wir machen innerhalb von der Firma Purism, ist Copyleft License GPL V3. Und alle Beiträge werden so wie die Upstream-Projekte lizenziert. Ich meine, das sind natürlich eine ganze Menge. Wir wollen in der Regel was in die Upstream-Projekte hochschieben. Also verschiedene Gründe. Einerseits natürlich die Wartung, aber auch um Obsoleszenz der Plattform zu vermeiden. Ne? Wir wollen die Software in dieser Plattform so lange wie möglich am Leben erhalten und sie soll sich entwickeln. Und in unserer Erfahrung ist es am besten, wenn alles Mainline ist. Der Bootloader wird nicht verschlüsselt, natürlich. Der U-Boot wird in der eMMC auf dem Board leben. Das ist die Embedded Multimedia Card. Das sieht so ähnlich aus wie eine SD-Karte, aber halt auf die Platine draufgelötet. Wir haben ein kleines Problem und da wird es halt wirklich schwierig und die Freiheit ist ein bisschen eingeschränkt. Für die DDR4-RAM-Initialisierung, naja, da brauchen wir, also DDR4 ist super schnell. Und für die Anbindung des RAMs zum Hauptprozessor, die muss super schnell, super gut getaktet werden. Und da gibt es sau viele Patente drauf. Naja, und die DDR4-Initialisierungssequenz ist für quasi keine Plattform Open Source. Das ist ein kleiner Mikrocontroller. Naja, und da müssen wir die Firmware eben runterladen. Das sind Kämpfe, die du bei der Entwicklung von einer Plattform überall hast und feststellst, oh, da ist Binary Code, den wir verwenden müssen und da führt kein Weg drumherum. Wir lösen das mit einer zweiten CPU, die auf dem Cortex M4 Core sitzt und zieht das und dann können wir weiter booten. Ich mag das zwar nicht, aber wir können das hier echt leider nicht vermeiden. Der Kernel, den wir verwenden, ist ein Mainline-Linux-Kernel, ATM520. Alle Patches, die wir haben, ich meine, wir arbeiten hart an den Treibern. Alles, was wir neu schreiben, wird von uns hochgepusht. Wir machen eine ganze Menge Arbeit, die NXP eigentlich machen sollte, aber wir machen das für die. Wir portieren eine ganze Menge. Ja, und die Patches schicken wir hoch in die Kernel-Community und das wird dann gemerged mit der Zeit. Auf der OS-Seite haben wir eine Debian-Entwicklung, so wie PureOS auf den Laptops. Und da haben wir eine Debian-Distribution am Laufen. Wir benutzen dasselbe, nur für ARM64 kompiliert.
auf den Telefonen, sodass da dieselben Pakete und alles auf dem Telefon verfügbar ist, was ihr auch auf den Laptops habt. Und das ist ziemlich cool. Und das bedeutet auch, dass wir und dass ihr halt beliebige Debian 64-Bit-Pakete installieren könnt. Und wir wollten auch Flatpak für Programme unterstützen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, um halt Sandboxing zu unterstützen und dann auch Abhängigkeiten besser zu handhaben. Aber das ist immer noch in Bearbeitung. Und für die grafische Oberfläche benutzen wir Wayland und benutzen dann Wayland Roots mit Peacock und Posh. Fork und Posh sind der Phone Compositor und die Phone Shell, also speziell für Telefone hergestellte grafische Umgebung. Und für die Entwicklung von Software haben wir uns an die freedesktop.org Standards gehalten und haben dann auch uns die Sachen vom GNOME-Projekt zunutze gemacht. Und wir arbeiten sehr eng zusammen mit der GNOME-Gemeinschaft und verwenden dann die glib und das GTK grafische Toolkit und sind daran interessiert, die ganzen Designs responsive zu halten, also so, dass verschiedene Bildschirmgrößen immer gut aussehen für das gleiche Programm. Und wir entwickeln dafür spezielle visuelle Komponenten, die dann in diesem Programm eingesetzt werden können. Und diese Komponenten sind dann auch alle Teil einer Library, also einer Softwarebibliothek. Und für diejenigen von euch, die daran interessiert sind, Software zu entwickeln, könnt euch diese URLs anschauen. Also das erste ist die Hauptwebseite für die Entwicklung, also libremm 5. Und ihr habt dann auch Zugriff auf eine virtuelle Maschine, mit denen ihr Software entwickeln könnt, ohne das Gerät selber besitzen zu müssen. Das zweite ist dann der Ort, wo der Quellcode gehostet wird ist und auch wo die kontinuierliche Integration läuft. Und dann, hier haben wir einige Bilder, wie die ganzen Anwendungen am Ende aussehen könnten. Und das ist eine veränderte Version von den GNOME-Einstellungen. Auf der linken Seite seht ihr die Einstellungen vom GNOME-Desktop und man sieht dann halt die verschiedenen Unterpunkte. Und hier ist ein weiteres Beispiel vom anfänglichen Einrichten des Systems und man sieht halt, das ist ähnlich wie beim Desktop und halt auch entsprechend flexibel. Hier haben wir noch Screenshots vom Compositor und vom Terminal, also der Shell vom System. Und hier ist die Kontakte-Anwendung, wo man das Programm dann einrichtet. Hier ist der Webbrowser auf dem System. Wir benutzen einen webbasierten Browser und hier auf der rechten Seite seht ihr dann, auf der linken Seite seht ihr eine Webseite und auf der rechten Seite seht ihr die Einstellung für die Tabs im Browser. Und natürlich, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also ich habe hier eine Entwicklungsmaschine mit und theoretisch könnte mich jetzt jemand damit anrufen, aber es funktioniert, das läuft alles und wir können das später machen. Ihr könnt mich im Chaos West Village hier auf dem Camp finden und dann können wir über mehr Sachen sprechen. Also um die Herausforderung nochmal zusammenzufassen. Also es gibt sehr viele Komponenten und Aufgaben, die wir angehen müssen. Und eine davon sind natürlich die Interaktion mit den Zulieferern. Und man muss mit diesen Zulieferern arbeiten, sich koordinieren und halt genau wissen, was man eigentlich braucht. Und das ist sehr viel Arbeit.
die Software zu entwickeln oder die Hardware zu entwickeln, ist eine Sache, aber mit den ganzen Zulieferern zu arbeiten, ist echt nicht einfach. Und dann ist das Ganze, also wenn man dann natürlich mit Sachen produzieren will für Konsumenten, dann muss man auch das Ganze alles zertifizieren, weil es halt für normale Leute gedacht ist, was wir herstellen. Und das Ding ist halt, dass diese Zertifizierungsprozesse sind halt echt nicht billig. Und es ist schwierig, mit China zu arbeiten aufgrund der Sprachbarriere. Und da haben wir auch immer die Übersetzer dazwischen. Und das macht die Zusammenarbeit wirklich schwierig. Und natürlich die Zeitzonenunterschiede. Und die Beziehung der Komponenten ist nicht so einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel 1000 oder 10.000 oder noch viel mehr haben will, dann ist das wirklich schwierig. Also teilweise haben wir 20 Wochen, die man vorher planen muss, bevor man tatsächlich die Sachen bekommt. Und das ist halt schwierig. Und dann sind da natürlich die ganzen Regulationen und also Regulierung und Zertifizierung für die verschiedenen Standards und Funkfrequenzen. Und um all das einzuhalten, muss man sehr viele Sachen machen. Man muss zu Labors gehen, Messungen vornehmen lassen. Und das ist sehr herausfordernd. Und besonders für jemanden, der es noch nie vorher gemacht hat. Und die andere Herausforderung, dass die wir sehen, weil es nur wenige hackbare Hardware gibt im Mobilsektor, gibt es leider in der freien Software-Gemeinschaft nicht sonderlich viel Wissen im Internet oder frei zugänglich. Und deswegen gibt es auch nur wenig freien Code draußen, also im Internet. Und daher müssten wir halt auch mit anderen Gemeinschaften zusammenarbeiten, um halt also eine eigene Gemeinschaft zu schaffen, die dann das Wissen ansammelt und teilt und Menschen davon befreit, dass nur diese wenigen Firmen im Prinzip unser digitales Leben kontrollieren. Und dass wir sehen natürlich auch, dass diese Firmen das auch missbrauchen. Also wenn man sich zum Beispiel Cambridge Analytica anschaut, dass Firmen halt nicht unbedingt immer unsere besten Absichten, also beste Absichten haben. Also in diesem Sinne, macht für die Allgemeinheit, für die Menschen und hack the planet. Ja, danke für diesen tollen Vortrag. Leute, wir haben 10 Minuten für Fragen. Da vorne ist der Mikrofonengel. Er ist da irgendwo in der Mitte. Ich sehe ihn jetzt nicht mit dem Licht. Stellt euch bei ihm an und dann können wir euch dran nehmen. Und wenn ihr am Stream seid, stellt eure Fragen über IRC und unser Signalengel kann da die Fragen entgegennehmen. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Thanks a lot for your talk. Ja, danke für deinen Vortrag. Ich glaube, eine große Herausforderung ist die Entwicklungsumgebung. Ich habe gehört, dass allein China 10 Millionen App-Entwickler hat. Und wir brauchen eine Menge gute Apps auf so einem schönen Gerät. Was hältst du von dem Thema? Und vielleicht gibt es ja eine Option, Sailfish OS oder Open Android Applikationen auf dem Gerät laufen zu lassen. Okay, also die erste Frage, wie wollen wir Apps bedienen? Also das Gerät soll nicht der Ersatz für das Durchschnitts-Android-Gerät sein. Es wird hier also nicht die Millionen Applikationen geben. Was wir wollen, ist eine Plattform bieten, die Freiheiten des Benutzers achtet und immer noch Spaß machen soll. Also es muss einen Browser geben, Nachrichten verschicken können, anrufen können, so die Basic, die grundlegenden Apps. So, draußen haben wir jetzt das Gerät LibreM5. Wir sehen eine ganze Menge Leute, die Bock haben zu arbeiten und Apps zu schreiben. Wir werden natürlich nicht
schnell bei diesen 1 Million Apps sein. Vielleicht kommen wir dahin. In der Anfangszeit wird es, Dual-Use sein. Du hast deine Android-Plattform mit verschiedenen Applikationen und diese andere Plattform, die vermutlich das Librem 5 sein wird. Das achtet deine Privatsphäre und was auch sicher ist. Ja, und an einem Punkt können wir dann hoffentlich drüber reden, Android-Applikationen laufen zu lassen. Es gibt welche, die auch open sind. Bei Selfish weiß ich nicht. Wir können keine Qt-Applikationen unterstützen. Wir können Qt-Applikationen unterstützen, aber Selfish insgesamt glaube ich nicht. Eine andere Frage? Please go ahead. Los geht's. Yes. Hello. Thank you for the talk. Ja, danke für den Vortrag. War ist ein sehr aufregendes Projekt. Ich wüsste gern, ob es Leute gibt, die die Entwicklungssoftware auf anderen Geräten laufen lassen und ob Purism das unterstützt oder interessiert ist daran, dass es auch auf anderen Geräten als auf der neuen Hardware laufen soll. Ja, sicher. Ihr müsst natürlich im Kopf behalten, dass Purism eine kleine Firma ist. Also andere Projekte supporten ist für uns echt hart. Wir geben unser Bestes. Wenn es etwas ist, wo wir was erklären können, dann helfen wir natürlich mit. Aber das Librem 5 ist natürlich unser Haupttreiber. Ja, Hardware zu machen kostet Geld, die Leute anzustellen, die Entwickler, den Software-Stack herzustellen und die Hardware kostet jede Menge Geld. Und wir müssen Geld verdienen. Darum ist das Librem 5 unser Hauptziel. Aber jeder kann unsere Communities in den Matrix-Channels unterstützen. Und ja, wir wollen die Plattform so benutzbar machen, wie es geht. So weit wie möglich. Jetzt eine Frage aus dem Internet. Gibt es irgendeine Information über die Firmware des Modems? Ist es anwendbar oder änderbar oder ist es durch digitale Signaturen geschützt vor Änderungen? Gute Frage. Die kurze Antwort ist nein, da wir von Modulherstellern und Modemherstellern abhängen, die uns diese Modems liefern. Und durch die 10.000 Geräte, die wir herstellen wollen, da haben wir nicht so wahnsinnig viel Hebelwirkung auf die, oder nicht so wahnsinnig viel Einfluss auf die Hersteller. Wir können das so viel trennen, wie wir können, aber es ist nicht so wahnsinnig viel Möglichkeit, auf die Firmware selber einzuwirken. The separation, yeah, sorry. Okay, from the room. Hi, thank you. That was a very Hallo, danke für das war eine das ist ein sehr interessantes Projekt mit sehr noblen Absichten. Was glaubt ihr, was ihr für euer Gerät verlangen werdet? Oh, da bin ich nicht die richtige Person für Finanzfragen. Ihr könnt das Gerät vorbestellen aktuell, wenn ich mich nicht irre, kostet es $700. Does anyone know? Weiß das jemand? Approximately 700. Ungefähr 700 anscheinend. Do we have another question? Haben wir noch eine Frage? Hi. Hallo. Danke für den Vortrag. Ich wüsste gern ein paar Vielleicht könntest du ja oder nein antworten. Nach dem, was ich verstanden habe, hast du am Ende IPs like CPU and GPUs and communications that were not open, right? Mit nicht offenen Geräten arbeiten müssen. Die andere Frage ist, habt ihr die Integration auf dem System of a Chip selber gemacht oder habt ihr das ausgelagert an andere Leute? Denn, also wenn ihr das, ist es nur mit Open Source Geräten möglich? Und dann noch der Videotreiber, den du erwähnt hast, sind die reverse-engineered Open-Source-Implementationen oder sind die von den Entwicklern maintained? Okay, ich hoffe, dass ich die Fragen richtig verstanden habe. Eine Menge der Kenntnisse, die wir haben, um die Sachen abzustreamen und zu implementieren in Mesa,
basiert auf dem Paket, das von NXP kommt, also eine Menge Treiber. Ja, die sind so mehr oder weniger offene Software. Bei NXP ist allerdings das Problem, dass diese Leute eine Menge Code haben, das für Upstreaming nicht so wirklich geeignet ist. Also suchen wir uns da so die Rosinen raus von dem Vendor-Kernel und streamen das hoch in den Hauptkernel. Naja, und bei dem Videotreiber, den du erwähnt hast, der ist ziemlich closed source vom Hersteller. Ja, und das ist ein Reverse Engineering Project, das Levante Projekt. Hat mit dem IMX8 angefangen, wenn ich mich nicht irre. Und da ist eine Menge Arbeit reingegangen, das zu reverse engineeren natürlich. Und bei den ersten Levante Projekten wurde eine Menge Knowledge, also Know-how erlangt. Also das war jetzt seitdem schneller und leichter, um nochmal andere GPUs reverse zu engineeren. Also teilweise ist reverse engineering, teilweise Verwenden von Code aus dem Kernel der Hersteller und das dann zu portieren. Also für erfahrene Hacker ist das durchaus möglich, da so tief reinzusteigen in so Entwicklungsprojekte, aber es ist harte Arbeit. Man muss eine Menge über Hardware wissen, über interne Verstrickungen von bestimmter Hardware. Beim Reverse-Engineeren von GPUs muss man eine Menge über OpenGL wissen und Vulkan und diese Treiber, wie die funktionieren, um die Binaries zu verstehen und zu disassemblieren und den Open-Source-Treiber zu entwickeln und das in die Frameworks einzupassen. Okay, eine Frage hier von vorne. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Du hast am Anfang gezeigt, dass das eigentliche Problem nicht so super technisch ist, sondern ein politisches Problem, dass es einige Firmen gibt, die meisten davon in China, aber ja, die haben im Grunde ein Oligopol der Technologie, auf die Technologie. Also letztendlich, was muss politisch passieren, um diese Probleme anzugehen? Oh je, also es ist sehr kompliziert, da dran zu gehen, wenn wir jetzt in Firmen reingehen und denen sagen, wie sie arbeiten müssen, wird es sehr schnell sehr hässlich. Ja, wenn man regulieren könnte, weiß ich nicht so genau, wie man regulieren könnte. Was die Politik machen könnte, wäre einfach Forschung für die Entwicklung in Universitäten und so zu stärken, zu unterstützen, Open-Source-Communities zu unterstützen, zum Beispiel den RISC-V CPU-Core, ist eine super, super coole Plattform, eine GPU zu implementieren, das wäre mal wirklich eine große Hilfe für uns. Und der andere interessantere Teil, den die Politik machen könnte, das ist noch ein Zusatz zu dem, was Paul gesagt hat vorher. Ja, wir müssen Communities helfen, Universitäten helfen und dem ganzen Ökosystem Radio-Protokolle zu entwickeln. Dieses Zeug ist alles hochreguliert und in diesen engen Frequenzbändern irgendwas Freies zu entwickeln mit alternativen Modems oder mit einem offenen Netzwerk sogar, was gegen die kommerziellen Netzwerke arbeitet. Das wäre toll, wenn wir sowas hätten. Also hier Deregulierung würde einiges bringen, damit wir da drin arbeiten und leben und hacken können. Haben wir noch eine Frage? Or do you want to use this last minute to accept a call on your phone? Oder möchtest du gerne während dieser letzten Minute vor dem Vortrag dein Telefon benutzen, um einen Anruf zu bekommen? Now we're benchmarking the boot up time. Und jetzt schauen wir uns an, wie schnell das Gerät startet. Wir können das später im Chaos West Village machen. Das ist immer noch ein Gebiet, wo wir dran arbeiten müssen. Okay, vielen Dank. Einen großen Applaus für Nicole. Ihr hört...